Scrooge, schnarchte mit einer Lautstärke, die ans Wunderbare grenzte, als er aufwachte, sich aufrichtete und versuchte, seine Gedanken zu sammeln, brauchte ihm niemand zu sagen, dass die Uhr gerade wieder eins schlagen wollte. Er hatte das Gefühl, genau im rechten Augenblick das Bewusstsein wieder erlangt zu haben, um mit dem zweiten Boten zu verhandeln, der durch Jacob Marleys Vermittlung zu ihm geschickt wurde. Aber als er überlegte, welchen der Bettvorhänge wohl der neue Geist zurückziehen würde, lief ihm ein unangenehm kalter Schauer über den Rücken. Daher schlug er sie gleich alle selbst zurück, legte sie sich wieder hin und hielt die Umgebung des Bettes scharf im Auge. Er wollte nämlich den Geist gleich im Augenblick seines Erscheinens zur Rede stellen und nicht überrascht und eingeschüchtert werden. Er war auf allerlei gefasst und zwischen einem Säugling und einem Rhinoceros gab es nichts, das ihn sehr erstaunt hätte. Aber gerade weil er auf beinahe alles vorbereitet war, war er doch nicht auf nichts vorbereitet. Folglich ergriff ihn, als die Uhr eins schlug und keine Gestalt erschien, ein heftiges Zittern. 5 Minuten gingen vorbei, 10 Minuten, eine Viertelstunde, doch nichts ließ sich blicken. Die ganze Zeit über lag er auf seinem Bett, genau im Mittelpunkt einer Glut von rötlichem Licht, die sich über ihn ergossen hatte, als die Uhr die Stunde schlug. Dass es sich nur um Licht handelte, beunruhigte Scrooge noch mehr, als ein Dutzend Geister es getan hätten. Er konnte sich nicht im Mindesten vorstellen, was dieser Lichtschein bedeutete und woher er kam. Hatte man nicht von Fällen gehört, in denen jemand auf mysteriöse Weise verbrannt und zu Asche zerfallen war? Endlich jedoch kam er auf den Gedanken. Du oder ich, wir wären natürlich sofort darauf gekommen, denn Außenstehende wissen ja immer besser, was man hätte tun sollen. Endlich, wie gesagt, kam er auf den Gedanken, die Quelle und das Geheimnis dieses geisterhaften Lichtes könnte vielleicht im Zimmer nebenan zu suchen sein, denn wenn man es genau betrachtete, schien es von dort zu kommen. Der Gedanke beschäftigte ihn so stark, dass er leise aufstand und in seinen Pantoffeln zur Tür schlurfte. Er hatte kaum die Hand auf die Klinke gelegt, da rief ihn eine Stimme, die er nicht kannte, beim Namen und forderte ihn auf, einzutreten. Er gehorchte. Es war sein eigenes Zimmer. Daran bestand kein Zweifel. Aber es hatte sich in überraschender Weise verändert. Die Wände und die Decke waren dermaßen mit frischem Grün behangen, dass es wie in einem Wald aussah. Überall schimmerten prächtige Beeren. Die glänzenden harten Blätter der Stechpalme, die Mistelzweige und der Efeu spiegelten das Licht, als ob überall viele kleine Spiegel hingen und im Kamin prasselte ein so gewaltiges Feuer, wie es diese Feuerstelle, die nichts anderes war als versteinertes Trübsal, weder in Scrooge noch in Marleys Zeiten, noch in vielen, vielen Wintern davor gekannt hatte. Auf dem Fußboden lagen zu einer Art Thron aufgeschichtet Puten, Gänse, Wild, Geflügel, Sülze, große Bratenstücke, Spanferkel, lange Würstchengirlanden, Pasteten, Plumpuddings, Fässchen mit Austern, glühend heiße Kastanien, rotbackige Äpfel, saftige Orangen, köstliche Birnen, ungeheure Dreikönigskuchen und Schüsseln mit brodelndem Punsch, aus denen köstlicher Dampf aufstieg und das Licht im Zimmer trübte. Und oben auf diesem Lager saß in lässiger Haltung ein vergnügter Riese, prächtig anzuschauen. Er trug eine brennende Fackel, sie sah aus wie ein Füllhorn und reckte sie hoch, ganz hoch, damit sie ihr Licht auf Scrooge warf, als dieser ängstlich umherblickend durch die Tür trat. »Komm herein«, rief der Geist aus, »komm herein, Mensch, und lerne mich näher kennen.« Scrooge trat schüchtern ein und senkte seinen Kopf vor dem Geist. Er war nicht mehr der widerspenstige Scrooge, der er gewesen war, und wagte es daher nicht, dem Geist in die Augen zu sehen, obgleich diese hell und freundlich waren. »Ich bin der Geist der gegenwärtigen Weihnacht«, sagte der Geist. »Sieh mich an!« Scrooge tat es ehrerbietig. Der Geist trug nur einen einfachen, tiefgrünen Rock oder Mantel, der mit weißem Pelz besetzt war. Dieses Gewand umhüllte ihn so lose,
dass seine breite Brust bloß lag, als ob sie es ablehnte, sich künstlich zu schützen oder zu verbergen. Seine Füße, die zwischen den zahlreichen Falten seines Gewandes hervorschauten, waren ebenfalls nackt, und seine Kopfbedeckung bestand aus nichts anderem als einem Kranz aus Stechpalmen, hier und da verziert mit schimmernden Eiszapfen. Seine langen, dunkelbraunen Locken hingen frei herab, frei wie sein fröhliches Gesicht, sein funkelndes Auge, seine offene Hand, seine muntere Stimme, sein ungezwungenes Benehmen und sein heiteres Aussehen. Um die Hüfte trug er einen alten Schwertgürtel, aber die Scheide war rostzerfressen und kein Schwert steckte darin.